Die vergessene Kunst des Lebendigseins. Ich möchte was gestalten. Ich möchte nicht in einem Hamsterrad die ganze Zeit funktionieren. Ich will einfach wieder meine Autonomie. Ich möchte selbst der Gestalter meines eigenen Lebens sein. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Fühlt euch gedrückt vom Lovelock und zwar ziehen wir uns jetzt ein Video rein von Inspire, entdecke dich selbst, die vergessene Kunst des Lebendigseins. Das ist ein Video von Gerald Hüther, den ich auch sehr zu schätzen weiß. Wir haben uns schon mal ein, zwei Videos von ihm reingezogen. Sehr inspirierender Charakter. Ich habe ihn übrigens auch jetzt offiziell mal eingeladen zu einem Talk. Na, und bin mal gespannt, ob er eventuell zusagen wird zu dem Talk. Das wäre auf jeden Fall eine geile Nummer. Ansonsten würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal und der Peter geht. Los, let's go. Drei Viertel sagen, ich möchte gerne wieder Herr über mein eigenes Leben werden. Ich möchte was gestalten. Ich möchte nicht in einem Hamsterrad die ganze Zeit funktionieren. Ich will einfach wieder meine Autonomie. Ich möchte selbst der Gestalter meines eigenen Lebens sein. Wichtig. Hört zu, meine lieben Freunde, ist sehr inspirierend. Geht nur 3 Minuten. Schön mal bei der Stange bleiben, jetzt hier nicht abschalten, ne? Und dann frage ich, und wann ist denn das gewesen, dass du das unterdrücken musstest? Wann hast du das erste Mal deine eigene Freude am Gestalten unterdrücken müssen? Da habe ich gedacht, es kommt Schule. 3/4 sagen zu Hause, im Elternhaus. Die kommen schon verwickelt in der Schule an. Die haben schon ihre Entdeckerfreude und Gestaltungslust, die Kleinen, zu Hause. Ist ein Teufelskreis geworden, leider. Weißt du, ist ein Teufelskreis geworden. Die Eltern können ja auch nicht wirklich was dafür, wenn die auch so indoktriniert wurden oder das mit denen auch gemacht wurde in der Vergangenheit, in der Kindheit. So. Deswegen ist es auch so wichtig, aus diesem Zyklus auszubrechen. Und für mich ist es auch so wichtig, diese Reise begonnen zu haben, bevor ich meine ersten Kinder bekomme, weil du kannst Kinder dann viel freier großziehen, wenn du diesen Zyklus durchbrochen hast. So. Weißt du? Und ich will meine Kinder nicht auf eine negative Art und Weise davon abhalten, ihren Traum zu leben oder das Potenzial, was sie in sich tragen, auszuleben. So. Weißt du? Ich will das nicht, Digga. Und dazu musst du das selber erstmal realisieren, wie krass wir programmiert sind und wie heftig die ganzen Sachen von außen dich so beeinflusst haben, dass du nicht mehr wirklich du selbst bist so und nicht mehr wirklich deinen Traum lebst im Endeffekt. Weißt du, wie ich meine? Und wenn ich so in die Welt rausgucke heutzutage, dann ist es einfach leider so, dass ich viele Menschen da draußen sehe, die ganz weit weg davon sind, das zu tun, was deren Herz denen sagt, sondern die machen nur das, was sie denken, was sie tun müssen. So. Und das ist eine Sache, die macht mich persönlich sehr traurig, wenn Menschen nicht anfangen, ihr Potenzial zu leben. So, so lange unterdrücken und einwickeln und hemmen müssen, bis sie einigermaßen weg waren. Und deshalb können die dann auch in der ersten Klasse den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzen. Da regt sich nichts mehr. Und dann die werden kaputt gemacht, die Kinder. So, das ist crazy. Schule ist eine Sache. Ja, auch dahin. Und deshalb macht die Schule die nicht kaputt. Die Schule führt nur fort, was die meisten Eltern zu Hause angefangen haben. Jetzt wächst Gott sei Dank eine andere Generation von Eltern heran. Ich bin da sehr optimistisch. Wenn wir werden als Menschen insgesamt, also wir werden immer bewusster, habe ich das Gefühl. Nicht alle, aber einige. Die Kinder in die Schule entlassen, die nicht so vorgeprägt sind, dann sprengen diese Kinder die Schule. So verändert man Schule. Und nicht, indem man dauernd an der Schule rummacht, sondern dass man die Kinder so stärkt, dass sie die Schule fertig machen. Pippi Langstrumpf, stellt euch mal vor, Pippi Langstrumpf. Gar nicht erst hinschicken in die Indoktrination, in das Indoktrinationscamp. Alle wären Pippi Langstrumpf. In ersten. So weit gehe ich wirklich mittlerweile. Also ich überlege 10-mal, ob ich meine Kinder in die Schule schicke. Da kannst du aber von ausgehen. Klasse. Die würden den Geist aufgeben dort. Das ginge gar nicht. Und da muss es hin, dass es dieses Unternehmertum, wo man wieder zurückfindet in die Gestaltungsfähigkeit und was ich hier beschrieben habe, sind im Grunde genommen Verwicklungen, in die wir beim Hineinwachsen in diese Welt geraten. Wir zerlegen alles, kommen dann auf die verrücktesten Ideen und wir unterdrücken unsere lebendigen Bedürfnisse so lange, bis sie so weit weg sind, dass wir funktionieren, fast wie eine Rechenmaschine. Das hat er leider recht. Nämlich das Kernzeichen von digitalen Geräten, die haben keine Bedürfnisse.
Und wenn wir unsere Bedürfnisse verlieren und den Kontakt zu uns so sehr verlieren, dass wir gar nicht mehr spüren, was uns sozusagen lebendig hält. Diese Erotik, diese Körperlichkeit, diese Freude am Haut's Erotik, Mama. Entdecken und gestalten, wenn wir das. Aber keine Pornos gucken, meine lieben Freunde, ne? Wisst ihr ja. Nicht mehr spüren, dann werden wir unseren Rechenmaschinen immer ähnlicher. Und deshalb geht es um eines. Fühlen ist so wichtig. Und das verlernen wir heutzutage. Ich gebe ihm recht. Wir fühlen gar nicht mehr richtig rein. So, was würden wir, was ist eigentlich unser Beruf? So, was ist unsere Berufung? Wir kennen uns gar nicht richtig selber. So, was würden wir tun, auch ohne Geld zu verdienen? Wo, bei welchen Dingen sind wir wirklich erfüllt? So, was erfüllt unser Herz? Wir müssen zurück ins Herz rein. Wir müssen so krass wieder zurück ins Herz rein, weil da ist die Wahrheit. Dein Herz, deine Seele, Gott, die wissen ganz genau, was das Richtige für dich ist. So, du musst es nicht hier oben im Kopf durchdenken und die ganze Zeit funktionieren. So, du darfst auch dein Herz mit einbeziehen. Und das haben viele vergessen heutzutage, glaube ich. Und um nichts anderes bei allem, was wir tun. Und ich würde mir wünschen, dass jedes Unternehmen und jeder, der hier etwas gründen will und der etwas in Gang setzen will, sich immer überlegt, ob das, was er tut, dazu beitragen kann, dass Menschen in dieser gegenwärtigen Welt aus ihren Verwicklungen, in die sie geraten sind, herausfinden. Und dann wäre modernes Unternehmertum eine Strategie der Entwicklungshilfe. Das ist schön gesagt. Wenn wir alle so rangehen würden, ne, dass wir mit dem, was wir tun, quasi einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen, so für andere Menschen, um andere Menschen bewusster zu machen. Das ist crazy. Wenn wir das alle tun würden, so, dann werden wir so eine hochschwingende Menschheit, liebende Menschheit, die ganz anders funktionieren würde. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Bester Mann, gute Message auf jeden Fall. Ich küsse seine Zirbeldrüse. War ein kurzes Ding. Ich wusste nicht genau, was er da erzählt, aber ich habe mir gedacht, ist bestimmt spannend. Ich liebe euch, Freunde. Eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Und lasst uns zusammen manifestieren, dass wir den Gerald in ein Gespräch reinbekommen. Das wäre schon sehr spannend, glaube ich. Der hat nämlich auch sehr viele gute Dinge zu erzählen.